Hallo und guten Tag, hat er gesagt. Ey, die haben uns jetzt hier hinten die Quest weggenommen. Ah, ich gehe ja trotzdem rein. Weil ich das ungeheuerlich finde. Ich weiß nicht. Wir versuchen nicht aufzufallen. Ich würde gehen, aber ich kann meinen Posten nicht verlassen. Und die Zeit ist knapp. Das würde Königin Honorato und der Rebellion viel bedeuten. Was ist hier los? Hey Lara, hast du mal kurz Zeit? Komm rüber, wenn du Zeit hast. Uchu möchte dich was fragen. Oh, alles klar. Donner da. Uchu und ich haben nur geplaudert. Und Uchu, was gibt es denn? Der Tag von Etzlis Krönung rückt näher. Er wird bald ein Mann sein und die ersten Schritte auf seinem Weg zu Paititis künftigem König machen. Klingt, als würdest du diesen Tag herbeisehen. Die Hoffnung auf diesen Tag lässt uns weiter gegen Amaru und seinen Kult kämpfen. Wir alle müssen uns manchmal daran erinnern, wofür wir kämpfen. Kann ich irgendwie helfen? Als Etzlis Vater Sairi starb, ließ Honorato mir die Ehre zuteil werden, sein Ersatzvater zu sein. Ich muss 3 heilige Gegenstände für die Zeremonie besorgen. Doch... Doch bei allem, was gerade los ist, schaffst du es nicht. Um welche Gegenstände geht es? Das Amulett des Retters, den Meisterbogen und das Königshorn. Durch sie segnen die Ahnen den künftigen König. Sag mir, was du brauchst und ich sehe, was ich tun kann. Ich habe schon Männer losgeschickt, um das Amulett und den Bogen zu besorgen. Wenn du jetzt noch bei Kabil, dem Instrumentenbauer, das Königshorn abholen könntest, wäre das eine große Hilfe. Er war schwierig, 2 Boten sind gescheitert. Vielleicht kannst du mit seiner Frau reden. Ich glaube, das kriege ich hin. Vorsicht, Kabil ist manchmal etwas gereizt, aber seine Frau Abra kann die Wogen glätten. Abracadabra. So, ja, dann wollen wir da mal gucken, mit Kabil reden. Kabil ist nicht so stabil, ne? Kann das? Kann ich das nicht irgendwie jetzt hier? Kann ich hier mit mir einen Wegpunkt machen? Dann machen wir hier einen Wegpunkt. Dann weiß ich wenigstens, wo ich hin. Obwohl, ich sehe jetzt beides hier, glaube ich, ne? Ja. Ja, ist egal. Ich wollte es eh haben. So, dann wollen wir da mal hinmachen. Mal gucken, ob er doch nicht so stabil ist. Ha, erwischt. Da wird Frauchen stolz sein. Wir haben so ganz viele... So eine scheiß Trauermücken. Also da ist ganz viele, aber schon viele. Ah, auf einmal ist der Tackeball wieder da, ne? Ja, ist klar. So, da hinten müssen wir hin. Hat man nicht schon mit dir gesprochen? Vorsicht, Freundin von Honorato. Die Jaguar-Krieger. Halte Abstand zu ihnen. Sie suchen immer nach Rebellenaktivität. Und sie sind gnadenlos. Ja, ich kenn. Ich, weiße, ich hab, Kampfsport gemacht. Ach, den hatten wir da hoch fertig, ne? Ich kenn Feng Shui. Hisko hat meine Würfel, das weiß ich. Hoffentlich holst du sie zurück. Aber Hisko sagt, er hat nicht. Dann müssen wir ja auch noch erfüllen, ne? Da kriegen wir ein bisschen was. Ja, lass das mal machen, weil die Erfahrungspunkte. Letztendlich weiß man nicht jetzt welche. Da runter? Ah, Schaufeln. Ja, das ist. Nur nicht aufgefallen, lass das mal. Edle Sachen. Ah, da muss ich hin, okay. Sollen wir hier einen Stofffetzen umlegen? Weißt du das von Quali schon? Nein, was ist denn? Die Dendanta. Ich gehe den ganzen Weg zu ihm und er sagt, er will nicht handeln. Ich hätte nichts, was er will. Stell dir das vor. Steht selbst in Abfall und Eingeweiden und glaubt, er kann so mit mir reden? Er hat gerade eine Kundin verloren. Ich gehe nie wieder zu ihm. Ich mache meine Geschäfte ab jetzt alle auf dem Markt. Ja, ist okay. Und wozu erzählst du das jetzt mir? Völlig am Eskalieren, die Frau, ne? Vater, Vater, komm schnell! Die Ichik! Was willst du? Wir haben jetzt keine Zeit für Honoratos Rebellion. Bist du Kabil? Uchu schickt mich wegen des Königs. Des Königshorns? Den Ruf an die Zukunft? Sieh doch, was die Zukunft meiner Gegenwart gebracht hat. Geh einfach. Der Kult fand heraus, dass Vater das Horn macht. Und hat zur Strafe die Pflanzen vergiftet. Mama wurde krank. Mein Bruder Quali sollte auf dem Markt Kräuter holen, aber er ist noch nicht zurück.
Welche das Kunden? Ist furchtbar. Ich versuche, deinen Bruder zu finden und die Kräuter zu besorgen, die du brauchst. Danke. Uchu! Mach. Die haben immer voll die komischen, verrückten Namen. So, ja. Besonders hier steht 1 von 10. Alter Schwede. Ja, gehen wir erstmal dahin. Uchu, wo bist du da? Weißt du das von Huali schon? Nein, was ist denn? Kukulkans Männer haben Abra vergiftet. Huali wollte die nötigen Kräuter stehlen, damit sie gesund wird. Wieso vergiftet? Anscheinend arbeitet Kabil mit Unuratu und den Rebellen zusammen. Mhm. Temimor? Verschwörung. Verzeihung. Ah, Ishik. Wie kann ich dir helfen? Ich suche Huali, den Sohn von Kabil. Oh, der arme Junge. Chimai, einer von Kukulkans Männern, hält ihn oben am Markt in einer Zelle fest. Jetzt wartet er auf den Au wegen der Strafe. Nee, nicht. Danke. Alles Gute, Ishik. Mann, ey, von A nach B über Z. So in der Kack. Wir müssen hier irgendwie wieder nach oben kommen, wa? Was hast du mir zu erzählen? Es kann kein Aluk sein. Das sind sicher diese Kinder. Stimmt was nicht? Hä? Oh, ja, ja. Etwas stimmt ganz und gar nicht. Wenn ich morgens aufwache, ist in meinem Haus alles verschoben. Hattest du nicht einen Alux erwähnt? Oh, nicht doch. Aluxop gibt es nicht. Das sind die Kinder. Sie lieben es, mich zu ärgern. Du könntest den Eingang versperren. Dann kommen sie nicht rein. Hab ich schon versucht. Sie kamen trotzdem rein. Vielleicht sollte ich wegziehen. Oder ein paar weniger nehmen, ey. So, Knacks. Komische Zeitgenossen, ne? Ist das hier ein Durchgang? Oder wo bin ich jetzt hier? War ich schon mal? Oh, yes. Oh, ja. Ah, das Maxioni, ey. Das ist Gold for free. Oder ja, da besser gesagt. Achso, ich muss öfters. Ja. Sorry, ja, Lara, ich hab vergessen hier. Sehr schön. Sehr schön. Mach mich reich, mach mich reich. Alles zugleich. Auch gar nicht da interessiert, wer da neben dir hockt. Boah, hat der ein großes Schädel, ne? Guck mal, wir haben ganz, ganz viel und jetzt müssen wir hier noch rechts weg, okay? Bisschen so noch rechts weg. Was ist das hier? Wandgemälde. Ne, das wollen wir noch nicht. Bam, 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 bam. Ja, ja, das wollen wir dann eben ja noch machen, ne? Gut. Hier ist auch noch ein Ausgang. Mehr ist hier gar nicht drin. Oder? Da kommt er hier noch ein bisschen. Mehr Zeug wir sammeln, umso besser ist es ja letztendlich. Hallo, ja, ich bin in deiner Toilette jetzt im Baden, ja? Es tut mir leid, aber das war wie eine Abkürzung. Und ich fand's toll. Es hat mir auch Spaß gemacht. Guck mal, ey, ich wollte schon sagen, da ist da noch was. Yeah! Die Bewohner der Anden haben die Webkunst über tausende Jahre hinweg perfektioniert. Diese Chuspas ist ein wundervolles Beispiel dafür. Aus Lama- oder Alpaka-Wolle gewebt und traditionell zum Transport von Kakaoblättern genutzt, zeigt sie die ganze Kunstfertigkeit des Webers oder der Weberin. Sie ist wunderschön. Mhm. Ich glaube, das würde mein Frauchen auch tragen. Also so in Real Life, ne? Wenn es ein bisschen cooler wäre. Glaube ich schon. Weiß ich nicht. Die tragen immer so verrückte Zeug. Ja. Ich bin immer da so einfach und leger, ne? Also. Und ich bin so einfach, wenn ich kein passendes T-Shirt finde, gehe ich einfach nackig. Was ist denn das hier? Frosch? Ah, okay. Frosch-Totems runterziehen. Ich darf hier einfach was kaputt machen, ja? Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ja, merk schon. Boah, 35 können wir jetzt machen. Ja, wollte ich schon sagen, warum ist denn immer noch Holz voll? Das hier Holz kann gar nicht voll sein. Ah, da hinten müssen wir, okay. Ja, ja, ich komme zurück, ich wusste mich nur ab und zu mal umsehen. Wo ich hier überhaupt bin, ey. Der Legende nach bewacht der Ring der Sieben großen Reichtum.
Aber ich habe überall gesucht und konnte ihn trotzdem noch nicht finden. Das ergibt keinen Sinn. Wozu die Mühe, sich ein Rätsel auszudenken, wenn am Ende nichts rauskommt? Ich glaube nicht, das ist nicht die Absicht. Es geht einfach darum, dass nicht jeder das findet, ey. Sonst wäre es ja auch langweilig. Okay. Ihr schlaft hier alle, oder? Ach so, ich bin noch gar nicht da. Ich dachte, du wärst das. Aber hier ist wie eine Krankenstation, ne? Da dürfen wir natürlich auch nicht durchrennen, ne? Ist klar. Boah, aber wie ein Irrgarten hier. Wenn wir jetzt hier noch oben irgendwie lang könnten, dann werdet ja voll krass. Naja, du machst das schon. So, du Eierkopf. Ein Kräuterdieb. Ist bestimmt sehr gefährlich. Heute ein Diebstahl, morgen ist es ein Mord. Ein großer Sprung, findest du nicht? Willst du wirklich wissen, was ich denke? Wir sollten die kleinen Ratten alle zusammentreiben und ertränken. Jeder einzelne. Vor allem Jomil. Sein Vater mag eine Schlangenwache sein, aber er nicht. Jetzt muss ich wieder runter? Oh, kann ich dich nicht einfach umnieten, ey? Oh, hier hinten ist auch noch was. Los, jetzt triff es! Daneben. So knapp. Ey, ja, deiner die Würfel geklaut. Hallo. Hi. Hey, du bist Ishik von den Fremden, stimmt's? Ja, freut mich, dich zu treffen. Wow, cool. Ich bin Jamil. Was ist denn das für ein Spiel, Jungs? Ach so. Es ist kein Spiel. Mein Vater ist eine Schlangenwache, ein Priester. Ich habe sein Messer genommen, um es meinen Freunden zu zeigen. Und Shimai hat's gesehen. Shimai weiß, was mein Vater mit mir machen würde. Und hat das Messer darauf geworfen. Er steckt fest. Oh, vielleicht kann ich was tun. Wow, wirklich? Danke. Süße Geschichte, ne? Achso, ich dachte, ich krieg jetzt noch was. Ishikwai? Sollen das heißen? Danke, Ishik. Gern geschehen. Hey, Moment mal. Die Erwachsenen hier verjagen uns immer. Du hast uns geholfen. Was willst du? Ruhe, ich rede mit ihr. Gut. Was willst du, Ishik? Also, können wir zum Dank irgendwas für dich tun? Ich möchte Kuali helfen. Du kommst zu spät. Er wurde zum Tode verurteilt. Was? Wir können nichts tun. Und Shimaye, die Wache, hasst dich. Würde Shimaye dich verfolgen, wenn du ihn ärgerst? Warum? Wenn er nicht auf seinem Posten ist, kann ich zu Kuali. Klar, das ist gut. Oh, sag Kuali, wir treffen uns in der Höhle. Er weiß, wo das ist. Dort ist es sicher für ihn. Mach ich. Gehen wir. Wie lange? Astu, Raimi, mir nach. Samin, du deckst uns. Und danach zur Höhle. Zurück, Ishik. Wir machen dir den Weg frei. Alles klar, kleiner Meister. Shimaye, du Feigling. Du wirst als Sklave enden. Spüre meine Klinge. Ja, und Lama-Köttel sind köstlich. Lauf, lauf! Der kriegt die doch, oder? Tschüss. Vielen, vielen Dank. Der Dieb muss bestraft werden. Bitte, es waren nur Kräuter. Bitte, ich arbeite... Dein Bruder hat mir von dir erzählt. Wer bist du denn? Jemand, der helfen will. Ich habe das alles doch nicht gewollt. Ich wollte nur, dass meine Mutter wieder gesund wird. Wo sind die Kräuter? Gib sie mir. Ich heile deine Mutter. Geh, deine Freunde warten in der Höhle auf dich. Fliege. Danke. Hier sind die Kräuter. Ich renne so schnell ich kann. Ja, aber nicht links rum, ne? Weißt du, wo links ist? Ich hoffe. Auf nach rechts, 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 rechts. Oh! Ey, ist der blöd oder was? Der rennt doch jetzt da voll rein. Weg ist er. Naja. Hat er sich auch in Luft aufgelöst, ey. Naja, also. Das ist alles meine Schuld. Ein bisschen selten blöd, ne? Welcher Dieb denn? Wie
Ja, Moment mal, nicht sehr intelligent, alles klar. Irgendwie sowas wird immer erzählt. Ne, ich dachte vielleicht immer so. Apache Mocha. Da ist noch einer zum Labern. Hast du Paimo gesehen, Ishik? Dummkopf. Glaub, die Götter bestrafen ihn. Fauler Mistkerl. Es ist immer schön, dass die in so Dorf genau die gleichen Probleme haben wie im normalen Leben, ne? Du sagst so, dein Kollege macht nichts, Arschloch, ne? Der Kollege sagt so, der stimmt gar nicht, Arschloch. Alle sagen eigentlich nur Arschloch untereinander. Die gleichen Probleme. Der eine will das nicht verkaufen, der andere macht das. So, dann lass mal die Kräuter abgeben, nicht, dass die Jute jetzt noch Zahnfleisch fühlt, ne? Und dann machst du mir den Bogen. Sag ich nicht, du sollst gehen? Quali ist sicher und ich habe die Kräuter für deine Frau. Wirklich? Und willst du sie damit heilen oder um das Königshorn feilschen? Hier, die helfen dir. Sei gesegnet, Ishik. Ja. Kabil, du benimmst dich furchtbar. Gib ihr das Horn. Hier, mit Respekt für den künftigen König. Danke für einfach alles. Danke. Mit der würde ich ja auch mal eine Runde kuscheln, ne? Also, nicht falsch verstehen, aber... So, welche Sachen haben wir hier noch nicht? Also, wir haben hier noch, ich weiß gar nicht was, ein Wandgemälde oder sowas. Wir haben noch hier diese Würfelmeister-Kacke. Wo sehe ich denn eigentlich meine Quest? Was ist denn das hier? Achso, ne. Goldstücke. Wir haben ja nicht viel Goldstücke. Wa? Hier, das Königshorn haben wir ja. Spiel des Toten. Das will ich ja eigentlich machen. Bitte? Ah, ich muss mit den 5 Verstoßenen reden. Okay, lass es mal machen. Wo war das hier? Ah, okay. Ah, hier werden nur 4 angezeigt. Aber ist egal. Kann ich hier einen Wegpunkt setzen? Wer wollte hier einen Wegpunkt setzen? Dann weiß ich ungefähr, oder ich sehe es jetzt schon wieder, ich sehe es aber nicht. Manchmal sieht man das, manchmal nicht, ne? Aber ich würde gerne so mehrere Quests abquesten. Ja. Gut. Na, siehst du nämlich nicht. Weißt du das von Quali schon? Nein. Was ist denn? Dann gehen wir da mal hoch. Ich würde auch gerne in die ganzen Burgen und so weiter rein, ne? Der ja macht nichts. Oh, ich dachte, ich kann hier rüberspringen. So. Ah, hier war ich schon. Die Küste ist ja mal reichlich geplündert. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Ja, was beschwerst du dich denn? Ich verstehe doch ja. Lern doch mal eine Runde Deutsch. Okay, geht immer noch nach oben. Quali. Ah, guck. Was ist denn das hier? Also, um irgendwas zu erforschen, mache ich es gerne. Deswegen klemmen wir uns hier mal rein. Achso. Naja, gut, dass man gar nichts sieht. Aber jetzt ein tiefer Brunnen, ne? Das Trinkwasser. Tut mir leid, ich hab da reingepinkelt. Und ich schäme mich gar nicht, weil ich bin eine Frau, ich darf das. Oh, wer bist du? Verstoßen? Hallo. Hi. Hallo, Ishik. Wir sehen nur selten Fremde in der Stadt. Pisco sagt, ich soll mit dir reden. Ach, Pisco. Ich mag ihn. Oder tot ist? Hast du andere Fremde gesehen? Nur einen. Er sah gut aus, war sanft und freundlich. Wir waren verliebt. Oh. Aber das war verboten. Vom Kult von Kukulkan geächtet. Wie schrecklich. Tut mir leid. Ich wurde an die Klippen gebunden.
und sollte dort sterben. Hey. Am dritten Tag hieß ich den Tod willkommen. Da fand er mich, der Fremde. Er befreite mich und versorgte meine Wunden. Wer war er? Ich weiß nicht, wie er heißt. Es ist viele Jahre her. Ich würde ihn gerne wiedersehen. Ich gehe oft zu den Klippen und sammle bei den Kondornestern Federn. Sie erinnern mich an ihn. Eine bemerkenswerte Geschichte. Danke, dass du sie mir anvertraut hast. Danke fürs Zuhören, Ishik. Ja, ich weiß ja nicht, ob das jetzt so cool wäre, ne? Also, was heißt so cool wäre, aber... Also, das Leben so... Weiß ich nicht, ne? Die denken ja, die sind tot. Die lebt ja noch, offensichtlich. Ne? Das beschreibt etwas in der Nähe. Kanäle bringen Wasser zu den trockenen Bereichen des Dorfes. Und sie haben mich mit sich genommen. Mhm. Ein Kondor. Nee, ist ein Kondor. So, hier gibt's irgendwie auch noch was. Ah. Dafür habe ich nicht genug Platz. Ja, ich merke schon. Ich muss ein bisschen was verkaufen, besonders Kondorfedern, ne? Oder verbrauchen, aber... Kann der doch nicht so richtig. So. Irgendwo muss jetzt hier noch jemand rumstehen. Du nicht wahrscheinlich. Akzeptieren Kinder Autoritäten da, wo du herkommst, Ishi? Also. Das gehört wohl einfach dazu. Sorry, ich hab keine Zeit für Small Blöd Talk. Ich hab's hier eilig, ne? Kann ich hier mit jenen rumquatschen? Und hier so tun, ob wäre irgendwas wichtig? Meine Frau ist sehr krank. Wie viele andere auch. Eine Krankheit von den Fremden. Aha, von mir. Jemand sollte was dagegen tun. Ich bin krank, oder? Also, ich hab die Krankheit. Ein weißes Wasserschwein. Sowohl Segen als auch Fluch. Na klar. Hallo, bist du ein Verstoßener? Ja, Ishik. Hallo. Du hast von einem weißen Wasserschwein geredet. Oh, es gibt nicht nur eins, sondern viele. Pisco will, dass ich mit allen Verstoßenen rede. Bist du ein Jäger? Jetzt schon. Früher war ich Bauer. Aber das war wirklich kein Leben für mich. Immer diese Pflichten und die Erwartungen von der Familie. Ich habe mich geweigert und bin gegangen. Dem Verstoß. Und ein weißes Wasserschwein war schuld? Nein, Ishik, eine ganze Herde. Sie hat nachts mein Feld überfallen, alles zertrampelt. Ich habe nichts unternommen, nur zugesehen. Da hatte ich eine Idee. Eine Herde Wasserschweine, alle weiß. Ich könnte sie doch jagen. Dann käme ich vielleicht endlich von den Feldern weg. Und hast du es gemacht? Die beste Entscheidung meines Lebens. Mein Vater hat den Hof meiner Schwester übergeben. Aber das ist in Ordnung. Ich bin jetzt Jäger. Paimo der Weiße. Danke für die schöne Geschichte, Paimo. Danke, Ishik. Deswegen ist er jetzt so verstoßen, weil er... Ja. Der Dings denn, Albino-Wasserschwein, okay, alles klar. Weil er denn einen Beruf wechselt, ja? Okay, alles klar. Ich wusste ja nicht, dass das so verpönt ist. Ey. Stell mir vor, ich würde jetzt noch meinen Beruf wechseln. Welcher jetzt verpönt? Verpönter. So. Ja, das ist immer noch so. Das könnte so. Nützlich sein. Kinder sind Rebellen. Zufällig gefunden. Und einen Liedschatz gefunden. Ist ja auch noch was. Aber ein Feuer ist hier. Geil. So. Aber wir machen hier noch nichts. Das lohnt sich einfach, glaube ich, noch nicht. Ich will eigentlich hier die ganzen... Nun ja. Diene ich X-Chel ab. Alles klar. Hallo. Oh. Gehörst du zu den Verstoßenen? Ja, Ishik. Ich bin Chaska. Ich bin Lara. Pisco schickt mich. Warum ist sie verstoßen? Pisco, der Tote, hat dich geschickt? Hast du eine Partie Patoyi verloren? Nein, ein Junge namens Taki hat seine Würfel verloren. Ich will sie zurückgewinnen. Pisco gibt sie mir aber erst, wenn ich mit allen Verstoßenen geredet habe. Es überrascht mich, dass er nicht darum spielt. Tut er. Ah,
Nun, alles, was ich dir dazu sagen kann, ist, dass ich wie Pisco verstoßen wurde. Ich habe alles verloren, aber nicht wegen eines Unfalls. Ich habe etwas getan und würde es wieder tun. Was ist passiert? Hast du eigene Kinder? Nein. Ich auch nicht. Ich habe X-Chels Segen nicht erhalten. Nee. Aber ich war die Hebamme der drei Kinder meiner Herrin. Die hast du geklaut, oder? Ich habe sie geliebt wie meine eigenen, bis ich meine Stellung verlor. Was hast du getan? Ich bin eine Diebin. Was hast du gestohlen? Die Herzen. Eine Jadekette. Ach so. Warum? Die Jüngste, Kayara. Sie sah die Kette bei einer Freundin und nahm sie mit. Sie wollten sie holen. Sie hätten sie verstoßen, obwohl sie ein Kind war. Ich sagte, ich war's. Oh, das ist süß. Meine Herrin nahm mir die Kette ab und zerbrach sie auf dem Boden. Und ich wurde verstoßen. Musst du nicht die Kette... Das tut mir so leid. Sei nicht traurig. Ich würde es wieder tun. Ja, das glaube ich. Kayara hat ihre Lektion gelernt und führt ein gutes Leben. Und ich diene X-Chell mit meiner Weberei, wie es meine Mutter mich gelehrt hat. Und Kayara besucht mich manchmal. Danke für deine Geschichte, Chaska. Kayara hatte Glück, dich zu haben. Mehr alles als. Alles Gute, Ishik. Wenn sie selber webt, dann will ich aber keine Klamotten von ihr haben. Das sieht aber jetzt nicht so, ne? Nicht so toll aus, finde ich. Aber naja, Juli, ein bisschen dreckig und sowas, ne? Ein bisschen Schmutz, ein bisschen Dreck. Unuratu ging durch die Menge zum Thron, stellte sich jedoch daneben, ohne sich zu setzen. Warum glauben wir diese Lüge noch immer? Fragte sie die Menge. Kukulkan beherrscht diese Stadt und ich werde nicht länger lächeln und so tun, als wäre es anders. Ich werde keine Marionette sein, die auf seinen Befehl hin winkt und lächelt. Die Wachen schnitten ihr das Wort ab und führten sie fort. Dann rückten sie mit gezogenen Waffen vor, um die Menge aufzulösen. Boah. Einfach haben sie es nicht, ey. So, mit dir habe ich doch schon gesprochen, ne? So. Ja, und wo soll ich jetzt noch hin? Erzähl es mir mal. Ja. Was soll ich denn jetzt hier noch machen? Und jetzt? Wir sind ja nicht noch mehr verstoßen. Ja, nochmal kann ich ja nicht mit dir reden. Oh, ist das scheiße. Also wenn die jetzt hier nicht irgendwo rumwuchern, ne? Die Verstoßenen. Dann ist das ein bisschen doof. Ist auch verstoßen? Ne. Bist du hier, um der Hektik der Stadt zu entfliehen? Sie wird jeden Tag lauter und überfüllter. Ja. Die Menschen verändern sich auch. Sie wollen immer mehr. Ob Essen, Kleidung oder Schmuck. Ihre Blicke durchstreifen die Häuser ihrer Nachbarn und begehren, was sie sehen. Niemand scheint mehr mit dem zufrieden zu sein, was er hat. Das ist einfach zu viel. Manchmal möchte ich mich fortschleichen. Einfach in ein Boot steigen und den Fluss hinaufpaddeln. Ich würde es tun, aber ich kenne nur diesen Ort. Es wäre eine große Entscheidung. Ja. Ich muss wohl noch weiter darüber nachdenken. Ja, mach mal deine Kondorf wieder. Danke fürs Zuhören. Eine Wolke hat sich schon verzogen. Hä? Alter, was denn hier los? Saio wären, ja, ist ja nicht nur ein Vogel. Ob wären nicht Geier? Hey. Alle würden sterben hier. Ja. Ja. Yeah. Ich wartet nicht. Ich hab das nicht kaputt gemacht. Was mit dir? Ishik, willst du eine Geschichte hören, die meine Mutter mir immer erzählte? Liebend gern. Du hast sicher die Becken in der Stadt bemerkt, oder? Weißt du, warum sie existieren? Nein, warum? Einst hatten wir eine sehr eitle Königin. Sie ließ diese Becken ausheben, damit sie stets ihr Spiegelbild sehen konnte, wenn sie durch die Stadt ging. Echt? Eines Tages kniete sie an einem der Becken, als ein Fisch auftauchte. Sie wurde sehr wütend. Das Kräuseln des Wassers hatte ihr Spiegelbild zerstört. Als die Königin den Fisch fangen wollte, fiel sie in das Becken und verschwand. Sie verschwand? Auf der Suche nach ihr wurden viele Gänge zwischen den Becken entdeckt. Sie aber blieb verschwunden. Es heißt, die Königin würde noch immer versuchen, den Fisch zu fangen. Danke. Eine interessante Geschichte. Das sind ja Überlieferungen,
Wahrscheinlich nicht, ey. Die hat dir bestimmt in den Kopf gestoßen. Weil sie blöd ist oder so. So, wir nehmen die jetzt nur mit. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir hier mal ein Päuschen. Und gucken dann beim nächsten Mal, ob wir die finden, ne? Hier haben wir noch ein Wasserloch, wo wir reinschwimmen können, aber das beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.